Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt Jesus Christus. Liebe Gläubige, wir feiern den vierten Sonntag im Advent und wir haben erinnert, dass wir die heiligen Messen wie folgt feiern werden zu Weihnachten. Am 24. Dezember werden wir die Messe feiern um 10.30 Uhr am Abend und am Sonntag, dem 25. das Hirtenamt um 7.30 Uhr und dann die Hauptmesse um 10.30 Uhr. Wir haben heute gelesen in der Epistel vom heiligen Paulus, der Brief an die Korinther, über die Würde des Priestertums und es ist angebracht, dass dieser Brief heute gelesen wird, weil ursprünglich wurden in den Quadembertagen und speziell am Quadembersamstag wurden die heiligen Weihen gespendet. Und so wird erinnert, erstens an die Würde des Priesters und dann die Aufgabe, die Pflicht und wie weit er geurteilt werden kann. Und der heilige Paulus sagt ja, es ist für mich von geringem Interesse, dass ich von euch beurteilt werde, weil ich werde von einem beurteilt und das ist Christus. Und das wird so erklärt, weil wie auch der Diener Rechenschaft ablegen muss vor seinem Herrn, und der Wirtschafter vor seinem Herrn, dass er gut gewirtschaftet hat, so ist es auch mit dem Minister der Kirche. Und wenn der Priester beurteilt wird, dann in Bezug genommen auf Christus, das heißt, inwieweit er die Lehre Christi predigt und inwieweit er die Mittel, das heißt die Sakramente, spendet. Insoweit kann der Priester beurteilt werden, aber nicht in Dingen, die außerhalb diesen stehen. Weil das ist, was vom Minister gefordert wird, dass er dient, dass er Diener des Herrn ist und dass er das tut, was ihm aufgetragen wurde. Und darin wollen auch wir vor allem beten um gute Priester, die Lehre Christi predigen, unterrichten und die wahren Sakramente spenden. Und wir wollen uns hüten davor, Priester zu beurteilen in Dingen, die entweder nebensächlich sind oder nichtig sind, vom Priestertum zu verlangen. Und selbst der heilige Paulus sagt, nicht einmal er selbst rechtfertigt sich, weil das Gewissen kann sehr schnell trügen. Und er sagt, ich rechtfertige mich nicht, auch wenn ich mir keiner Schuld bewusst sei. Und es wird auch erwähnt, ich glaube, der heilige Augustinus, wenn nicht durch eine spezielle Offenbarung, haben wir eben keine Sicherheit von unserem ewigen Heil. Aber wir haben die große Hoffnung, wenn wir die Gebote Gottes kennen, wenn wir nach ihnen leben und wenn wir die Werke der Barmherzigkeit üben, dass uns die ewige Glückseligkeit gestattet werde. Und wir haben in diesen Tagen vor Weihnachten vor Augen eine dreifache Ankunft Christi. Und das ist erstens die Ankunft, die historische Ankunft, die historische Geburt Christi vor über 2000 Jahren. Dann haben wir die zweite Ankunft, das ist die Ankunft, die Geburt Jesus Christus
in unseren Herzen. Und dann ist die dritte, das heißt die zweite Ankunft Christi, die Wiederkehr Christi auf diese Welt, um zu richten. Und so feiern wir jedes Jahr eben diese Ankunft, diese neue Ankunft Jesu Christi in unserem Herzen. Und wir wollen immer mehr unser Herz disponieren, dass wir geneigter sind, dass wir fähiger sind, Christus in unser Herz aufzunehmen, weil wir immer mehr von ihm wissen, weil wir immer eifriger in ihm unser Leben leben, das heißt die Tugend leben, und dass wir immer mehr mit ihm vereinigt das tun, was er uns vorgelebt hat, weil Jesus Christus von Beginn an jede Handlung, die er gesetzt hat, hier auf Erden, hat eine Bedeutung zur Wiedergutmachung vor allem. Und so auch die Art und Weise, wie er geboren wurde, unter welchen Umständen, zu welcher Zeit und in der völligen Abgeschiedenheit, hat die Bedeutung, dass Jesus Christus geboren wird inmitten der Nacht, wo die völlige Finsternis herrscht, auch die spirituelle Finsternis. Und es hat bedurft, das Licht, das diese Finsternis verdrängt. Und das war Christus alleine. Und es war Stille. Es war gleichsam Stille, weil seine Vertreter, das auserwählte Volk, hat sich nicht mehr interessiert für das Heil, hat sich nicht mehr interessiert, den Geboten und den Propheten zu folgen. Und so wurde es still im Heilswirken. Und es musste Christus kommen, die zweite göttliche Person, um diese Stille zu brechen und wieder das zu lehren, dass eben die Verheißung ist, dass eben das ewige Heil bringt. Und er ist geboren in der völligen Armut und hat es auf sich genommen, um materiell arm zu sein, damit wir ihm nachfolgen und dass wir uns nicht von diesen Dingen der Welt beeinflussen lassen, sondern dass wir immer unser Herz erheben zu Gott und dass wir in der Armut uns völlig ihm hingeben. Und das sind eben diese wunderschönen O-Antiphonen, die in diesen Tagen gebetet werden. Und wie es heißt, O Wunder, O Weisheit, du bist ausgegangen aus dem Mund des Allerhöchsten. Du reichst von einem bis zum anderen Ende und du hast vorausgesehen und hast disponiert alle Dinge mit Kraft und mit Süßigkeit. Komm, lehre uns diesen Weg der Weisheit. Und diese Antiphon bezieht sich auf die Geburt Christi, das Ankommen, er ist aus dem Munde des Vaters, er ist von Gott ausgegangen, und dann auch auf die Disponierung der zeitlichen Umstände, sodass es gekommen ist, dass Josef und Maria nach Bethlehem gehen mussten, um den Aufforderungen des Kaisers Augustus zu folgen, um sich einschreiben zu lassen. Und somit wurde die Prophezeiung vom Propheten Michäa erfüllt, dass der Erlöser in Bethlehem geboren wird. Und Bethlehem, der Name hat die Bedeutung das Haus des Brotes. Und so wollte es, so hat es die Vorsehung durch Michäa schon vorausgesagt, 600 Jahre davor. Und so wollte er dort geboren werden, weil er wollte das Brot werden seines Volkes, das lebende, lebendige Brot des Lebens. Und wir haben die Antiphon von heute. O Adonai, o Herr,
du Herrscher des Hauses Israel, du bist erschienen, Moses, in den Flammen des Busches, des brennenden Busches, und du hast gegeben das Gesetz zu Sinai. Komm und erlöse uns durch deine Furcht, durch deine Kraft und deinen starken Arm. Und hier wird erklärt, dass Jesus Christus, dass Gott im Alten Testament mit Kraft, mit Macht und mit Gewalt gewirkt, gesprochen hat. Und jetzt kommt die Zeit, wo er mit seiner Demut spricht, wo er sich mit seiner ganzen Demut präsentiert, schon in der Art und Weise, wie er erscheint, schon, dass er als Schöpfer Himmels und Erde sich in den Mutterschoß der seligen Jungfrau einschließt. Darum heißt es ja auch, sie schließt den ein, den die ganze Welt nicht fassen kann. Und er stoßt nicht ab, sich in Windeln zu wickeln zu lassen und in einem armen Stall geboren zu werden. Er macht das alles, um das Erlöserwirken zu beginnen, und er beginnt es vom Beginn an. Und er wird geboren eben mitten der Nacht, in der völligen Ruhe, in der Mitte der Nacht, weil eben das Heilswirken praktisch erloschen ist. Das ausgewählte Volk hat sich nicht mehr interessiert dafür, den Geboten und den Propheten zu folgen. Es war finstere Nacht und es bedurfte Jesus Christus, um wieder Licht in die Welt zu bringen. Und er ist geboren in der völligen Stille, weil eben man hatte nicht mehr vernommen die Stille des Heiles. Man hat nicht mehr den Weg gepredigt, den die Propheten gepredigt hatten, den Gott gefordert hat. Und so musste Christus kommen, um diese Stille zu brechen und wieder zu unterrichten, sein Volk, um auf den rechten Weg zu kommen. Und wir wollen das wahrnehmen und wir wollen seine Demut und sein Verlangen zu vergeben. Wir wollen diesem nachkommen und daher wollen wir auch die Sakramente eifrig in Empfang nehmen. Und wir wollen unser Leben in der wahren Demut auch gestalten. Und die dritte Antiphon, dritte O-Antiphon, O Wunder, die von morgen heißt: O Rampollo, du Zweig von Jesse, du bist die Fahne für das Volk. Vor dir werden alle sich niederknien und werden dir die Gebete darbringen. Komm, erlöse uns und warte nicht mehr zu. Und diese Antiphon weist auf Maria, Mutter Gottes, hin, die ja die Miterlöserin ist und die gepriesen wird. Und wir haben ja gehört, in Isaias spricht man ja schon von der Jungfrau, dass sie Jungfrau und Mutter zugleich sein wird. Und auch wir wollen uns einschließen lassen von ihr, dass wir von ihr auch gleichsam geboren werden und dass wir durch sie dann auch zu Christus kommen, so wie Christus zu uns durch sie gekommen ist. Und wenn wir diese Antiphonen uns näher bringen, dann erkennen wir, dass wir glauben müssen, dass wir wissen müssen und dass wir entsprechend leben müssen. Wir müssen wissen von Christus, müssen wissen von Gott und wir müssen anhängen
an dieser Erkenntnis. Und das mit Festigkeit. Das heißt, wir dürfen keinen Zweifel mehr haben an dem, was Christus gelehrt hat, an der Richtigkeit, an der Wahrheit dessen, was wir glauben. Das ist eine Bedingung, um wirklich zu glauben, dass wir den Zweifel aus dem Weg räumen, dass wir den Zweifel durch Erkenntnis ersetzen. Und wenn wir das tun, dann werden wir gleichfalls gezwungen von unserem Gewissen, dass wir der Tugend gemäß leben. Wir werden gezwungen, durch ein tugendhaftes Leben Christus zu ehren und Gott, den Namen Gottes zu heiligen. Weil das ist dann unser Leben in der Tugend, das in jedem Moment Gott ehrt. Weil es heißt ja an anderer Stelle, nicht die, die Jesus, die meinen Namen nennen, sind gerechtfertigt, sondern oder treten in mein Reich ein, sondern die, die den Willen meines Vaters tun. Und das wollen wir auch beherzigen. Und wir erkennen, dass wir, um ein tugendhaftes Leben zu führen zu können, bedürfen wir des Gebetes und der Sakramente, um eben standhaft zu bleiben. Und durch die Sakramente und durch das Gebet, durch das Erheben der Seele zu Gott, wird es auch möglich, ein standhaftes, ein kontinuierliches Leben in Christus zu führen. Und es werden große Früchte sein. Wir werden einzig und allein den Willen Gottes suchen, seiner göttlichen Vorsehung dienen. Wir werden fähig sein, in allem, was wir tun, dann auch Liebe, die Nächstenliebe zu üben, weil wir eben Christus vor Augen haben. Und das, meine lieben Gläubigen, das wünsche ich euch, dass ihr immer tiefer eindringt in die göttliche Vorsehung, in das Mysterium der Menschwerdung und des Erlöserwirkens Christi, sodass auch wir gerechtfertigt durch ihn, vereint mit ihm, dann die ewige Glückseligkeit schauen dürfen. Und das erhoffen und erbeten wir auch durch die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Mutter Gottes Maria. Im Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt Jesus Christus. Amen.